Ja, herzlich willkommen hier bei den 100 besten Plakaten 2019. Mein Name ist Peter Klinger und ich werde Ihnen eine kleine Führung oder mehr einen Teaser einer Führung durch die Ausstellung jetzt zeigen. Wir sehen die 100 besten Plakate 19 bereits zum 15. Mal im MAG. Es ist schon zur Institution geworden. Und was ich immer so angenehm finde an diesem Wettbewerb ist, dass dass studentische Projekte neben professionellen Auftraggebern bzw. Grafikern oder Studios, dass die hier kompetitiv zusammentreffen. Gleich mal als Intro habe ich ein typisches, also für diesen Wettbewerb typisches Plakat ausgewählt. Und zwar ist es von der Ariane Spanier Design. Hier für das Orchester, für das Nationalorchester in Mannheim. Eine Serie von drei Plakaten und wie ich schon zu Beginn angesagt habe, es wird sehr viel mit Typografie gespielt und auch mit Musiknotationen. Wir sehen links außen in dem gelben Plakat sehen wir ein F-Loch von einer Geige oder von einem Bass und ein Pausezeichen. Beziehungsweise dann dieser Strich, der unten in ein Dreieck mündet, das ist eigentlich eine Notation für den Trommler, damit der Trommler weiß, wann er den Einsatz hat. Auf dem anderen Plakat sehen wir hier einen Bassschlüssel und mit einem Pausezeichen und eine Pralltrille, alles an Notationen aus der Musik, die dann einen Zweier ergeben. Oder von sich aus schon selbsterklärend der Tenorschlüssel, der dann den Dreier ergibt. Hier ist es eine handschriftliche Typografie. Es ist ein Plakat für die Kunsthochschule Giebichenstein, die aufruft, noch eine Woche nach Semesterschluss eine Woche noch anzuhängen und in Halle zu bleiben, um einer Demonstration der Identitären entgegenzutreten. Für mich ist es deswegen eine spannende Sache, dieses Plakat, weil es a. handschriftlich ist und b. im eigentlich traditionellen Sinne des Plakates, also eines Anschlags, wirkt. Dieses Plakat war mir auch wichtig, dass ich es zeige. Es geht hier darum, dass es möglich ist, Expanded Poster Design so zu gestalten, dass mehrere Informationen auf einmal auf einem Plakat sein können, die auch tatsächlich Informationen beinhalten. In diesem Plakat sehen wir eine Fotokollage und jeder Fotokollage ist eine bestimmte Zahl drinnen und die Zahl spiegelt sich auch wieder in diesem Terminkalender. Und hier kommt Plakat, Information und Terminkalender hat man hier in einer grafisch wunderschön dargestellten Form. Dieses Jahr sind rund 2246 Plakate eingereicht worden von über 684 Einreichern. Österreich ist traditionell eigentlich mit wenigen Plakaten dabei, mit sehr wenigen Plakaten. Und deswegen spiegelt das Ergebnis eigentlich nicht wirklich das wider, nämlich dass österreichische Grafiker oder Grafik sehr gut ist. Von den 100 besten Plakaten ist die Verteilung diesmal so, dass 45 Plakate aus Deutschland ausgepreist wurden, 52 aus der Schweiz und 3 aus Österreich. Zu den österreichischen Gewinnern, 3 an der Zahl, ist ein Plakat von Studio Wie, dies hier als Image-Kampagne für das Tanzquartier Wien. Für diese Image-Kampagne hat man eine Künstlerin engagiert, nämlich Jakob Lena Knebel, die auch nächstes Jahr die Biennale ausstatten wird, Biennale in Venedig. Und was wir hier sehen, ist auf ein Plakat, was eindeutig wieder auf eine bestimmte Schriftlichkeit hinweist, beziehungsweise Umgang mit Typografie, aber komplett anders. Es ist ein Körperschriftarrangement zwischen der Künstlerin und
einem nicht näher zu definierenden Sammelsurium an Korallen, an vergoldeten Knochen, die gemeinsam den Buchstaben bilden. Hier geht es eindeutig um ein Akronym, nämlich die drei Buchstaben für Tanzquartier Wien. Und das Plakat wirkt in Wien, glaube ich, ganz gut mit dieser sinnlichen Auseinandersetzung zwischen Typografie und Fotografie der Künstlerin. Als nächstes Plakat möchte ich auf ein Plakat von der Verena Bannholzer und Studio Es bzw. von Arion Gilgen eingehen. Es ist ein Filmplakat, ein Kurzfilm von Rosa Friedrich für die Topfpalmen. Hier sieht man ein Changieren von Farben, die aussehen, als würden sie irgendwie durch Leuchtstoffröhren entstanden sein. Oder ist es ein Vorhang? Es gibt viele Interpretationen. Ich glaube, dass das Studio Es diese Farbigkeit auch aufnimmt, weil es einfach an diesen Film oder an die Farbigkeit eines Kodachrom-Films erinnert. Und wie in diesem Film selber, der geht natürlich schlecht aus, es ist nur ein Kurzfilm, aber geht schlecht aus. Und wie die Regisseurin sagt, die Wirklichkeit muss nicht immer grau und finster aussehen, sie kann auch bunt und finster sein. Ja, mit diesem Plakat hier sehen wir auch ein Feuerwerk. Es ist ein Plakat in F12-Format, das heißt dreimal Weltformat von Paula Troxler und mit ihrem Studio Pank. Es folgt eigentlich keiner klassischen Tradition. Es ist für das Jazzfest in Willisau. Hier sehen wir traditionell eben keinen Aufbau. Hier sehen wir Protonen fliegen, hier sehen wir Erden explodieren. Es scheint der Beginn der Welt zu sein oder ist es eher das Ende, ich denke. Aber dennoch ist es so passend für Jazz, einfach dass das Kompositorische durcheinander geht und dann doch sich irgendwo wiederfindet. Mit Artifive tauchen wir in eine andere Welt ein des Plakats. Es erscheinen animierte Plakate. Besonders krass ist dieses Beispiel hier bei einem Plakat von Erich Brechbühl für die deutsche Indie-Band The No Twist. Fast psychedelisch drehen sich die Buchstaben ineinander. Drei Plakate versprühen hier besonderen Witz, wie ich finde. Es sind Plakate, die eindeutig in die Richtung End-70er, Anfang 80er Jahre hinweisen. Und es handelt sich um ein Straßenfest in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz. Was auffallend ist, ist, dass sie alle drei in die gleiche Richtung blicken, toll gestylt sind und eher ausschauen wie Fußballer aus den Panini-Bildern, also diese Abziehbilder, die man um teures Geld kaufen kann und sich dann irgendwo in ein Album einpickt.